Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In den letzten drei Sendungen haben wir Ihnen Tipps und verschiedene Rezepte für die Festtage vorstellen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie das eine oder andere haben können ausprobieren. Die Festtage gehen ja noch weiter und zum Jahresausklang, wenn man mit Freunden oder Familie länger zusammensitzt, schätzt man je nachdem etwas Unkompliziertes. Gell, Armin? Richtig, darum gibt es ein Pottofön mit Kalbsachsen, wo man gut vorbereiten kann und wo nicht mehr viel zu tun gibt, wenn die Gäste mal da sind. Grüezi miteinander. Ganz besonders freut es uns, dass wir zum Abschluss des Jahres die Ehre haben, einen ehemaligen Bundesrat begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Studio, Otto Stich! Grüezi, Herr Stich, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Wie weit tun Sie sich eigentlich noch politisch engagieren oder haben Sie mittlerweile ganz andere Interessen? Ja, heute leben wir ja in einer so spannenden Zeit, dass sich eigentlich alle müssen politisch interessieren müssen, was in dieser Welt weitergeht. Und ich habe jetzt das Vergnügen, dass ich machen kann, was ich will, was ich gerne mache. Darum widme ich mich auch der Bibel, das heisst am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick. Und nebenbei sogar auch im Garten, jedenfalls im Sommer. Ah, schön. Jetzt stehen wir ja kurz vor dem neuen Jahr. Was haben Sie für einen guten Wunsch für unser Publikum? Ja, ich wünsche natürlich allen eine gute Gesundheit, aber vor allem wäre mein Wunsch, dass das nächste Jahr für alle besser wird, als das letzte Jahr gesehen ist. Vielen Dank, das hoffen wir natürlich alle auch. Und jetzt, wie versprochen, zum Rezept. Kalbsachsen mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen und je nach Bedarf zusammenbinden. Eine Zwiebeln halbieren und mit einem Lorbeerblatt und einem Nägel bestecken. Rüebli und Sellerie rösten und beides nicht zu fein würfeln. Wirz rösten und in Streifen schneiden. Peperoni entkernen und ebenfalls in Streifen. Tomaten in Würfel schneiden. Jetzt das Gemüse ein paar Minuten im Anken dämpfen. Ablöschen und aufkochen. Ein Bouillon-Würfel und Pfefferkörner dazugeben. Kalbshaxen in die kochende Suppe geben. Und während rund ein Viertelstunde halb zudeckt, leicht köcheln. Nach einer Dreiviertelstunde auch noch die Herdöpfelwürfeli und ein Briefli Safran beifügen und eine weitere halbe Stunde fertig kochen. Vor dem Servieren die Suppe noch mal mit Salz, Pfeffer und wenig Aceto abschmecken und mit Peterli und Schnittlauch bestreuen. Zu dem Pot-au-feu passt natürlich am besten ein knuspriges Brot. Und das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten! Danke, Armin. Mit dem Gericht ist ein starker Übergang ins neue Jahr garantiert. Nach wie vor zu den Rennern an den Festtagen gehört natürlich auch ein Fondue Chinoise. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Fondue-Fleischsorten und der neuen Fondue Chinoise Gourmetplatte mit Hackfleischkügel von Bell. Lassen Sie sich also verführen. Wie das Fleisch gefroren, hauchdünn geschnitten, aufgerollt und für den Versand bereit gemacht wird, haben wir in einem kleinen Film festgehalten. Wer es am Neujahr also gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, ist mit einem Fondue Chinoise bestens bedient. Alles, was man für den Fondue-Plausch braucht, ist eine Fondue-Garnitur mit sämtlichem Zubehör von Satrap. Die Soße kann man entweder nach Rezept von der Packung selber machen oder nach Belieben aus dem grossen Sortiment von Midi wählen. So, und jetzt wird es Zeit, zum Gewinnerin von unserem Studiowettbewerb vorzustellen. Die Wettbewerbsfrage hat gelautet: Wie heisst das neue Fondue Chinoise von Bell? Chinesenplatte, Festplatte oder Gourmetplatte? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Fondue Chinoise Gourmetplatte. Und damit das Wochenende im Europapark Rust gewonnen hat, Janine Rieder. Herzliche Gratulation! In diesem Gewinn enthalten ist der Eintritt für zwei Erwachsene und zwei Kinder, das Übernachten mit Frühstück und sämtliche Attraktionen aus dem neuen Winterprogramm vom Europapark Rust. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken, ganz besonders bei Ihnen, Herr Stich, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals.
Das war es. Danke, dass Sie auch heute wieder zugeschaut haben. Das Team vom Coop wünscht Ihnen einen guten Rutsch und ist auch im nächsten Jahr wieder für Sie bereit. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Prosit!